wunderschönen guten Morgen. Wir beginnen auch heute wieder mit dem wundervollen Tagesorakel am 26. April hier mit der Herzheilung. Mein Herz darf sich allem öffnen und heilen. Das ist natürlich schon mal ein sehr, sehr guter erster Impuls für den Tag. Die Herzheilung liegt heute sehr in der Spiritualität, sehr in der Entscheidungskraft für dein Herz, dass du mehr auf dein Herz hörst und somit mehr in dein Sein kommst. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, vor allem jetzt mit dem starken Vollmond, den wir hatten heute Morgen, mit dem Supervollmond, wie man so schön sagt. Da kann viel Veränderung jetzt kommen. Sehr, sehr viel Wunscherfüllung kann jetzt kommen, wenn du deine alten Muster ablegst. Ja, diese alten Muster ablegen bedeutet eben auch, sich seinen Emotionen zu stellen und den Ängsten. Und da kann die Herzheilung heute stattfinden. Erster Impuls, schon mal sehr gut. Ich hoffe, ihr wart alle mit dabei beim gestrigen Vollmondritual von mir. Ja, der Körper ist hier natürlich dann auch sehr wichtig. Ich liebe und achte meinen Körper. Er ist der Tempel meiner Seele. Und er ist nicht nur der Tempel deiner Seele, sondern er ist auch das Kraftsymbol von dir selbst. Je mehr du in die Selbstzufriedenheit kehrst und somit auch zu deinem Selbst, je mehr achtest du auf deinen Körper. Und da auf deinen Körper achten bedeutet eben auch Warnsignale annehmen, ja? Die hast du früher gerne übersehen, weil du gedacht hast, aus falschen Verhaltensgedanken, Gedankenmustern, dass du dennoch weitermachen musst. Aber für dich ist eine Ruhe, eine Auszeit hier ganz, ganz wichtig. Das wird hier auch aufgezeigt. Ich komme zur Ruhe und spüre die Stille in mir. Für dich bedeutet das so im Umkehrschluss, jetzt brauche ich mal so einen kompletten Change, also so einen kompletten Umbruch in meinem Leben, weil es kann so nicht weitergehen. In welcher Form es so nicht weitergehen kann, liegt für mich stark in der Liebe, es liegt aber auch stark in der Entscheidung für andere. Sprich, du gibst dich sehr, sehr viel für andere auf und denkst sehr wenig an dich, da verliert man dann auch die Liebe. Ja? Und wenn du ein bisschen Selbstliebe Probleme hast, sei gerne mit dabei am Samstag von 18 bis 19 Uhr über Zoom, das Seminar über Liebe, Selbstliebe, kostenlos. Schreib mich gerne an dafür. Ich bin gerne bereit, dir dort etwas weiterzuhelfen. Die Ruhe zeigt aber auch auf, dass du viele Ängste nicht so wirklich wahrgenommen hast oder vielleicht nicht sehen wolltest. Ja, das wird sich herauskristallisieren diese Woche. Es wird aber auch aufgezeigt, dass die Veränderung für dich geführt ist. Sprich, aus deinem Herzen heraus möchte jeder, der im spirituellen Aufstieg ist oder Erwachen ist, möchte jeder dir die Hand reichen und auch aufzeigen, wie es funktioniert. Für dich selbst ist aber immer wichtig, dass du für dich entscheidest, wer soll an deiner Seite stehen. Dass du die Entscheidung niemals jemand anderen in die Hände legst, sondern für dich wirklich auch so achtsam arbeitest, wie du es jetzt dann für deinen Körper und für deine Herzheilung tust. Das Schöne daran ist, wir haben hier schon präsent den Neubeginn liegen. Ich bin offen für jeglichen Neubeginn. Dadurch kommt das Leben für mich und alle mich umgebenden Wesen in Fluss. Hier ist noch nicht die Abgrenzung zu allem Umgebenden, aber es ist eben dieses Resonanzfeld, was sich dort dadurch aufbaut. Zum Beispiel wirst du heute merken, dass die Arbeit dich nicht mehr so sehr runterzieht oder in die Fangarme nimmt, so wie es bisher gewesen ist, sondern dass du wirklich so deinem Weg gehen wirst. Du hast ein bisschen jetzt gelernt, ein bisschen Grenzen zu ziehen, vielleicht aber auch mal deine Meinung zu sagen. Wenn du jetzt noch mehr auf dein Herz hörst, wirst du sehen, dass die komplette Veränderung in dir schon schlummert und somit für dich ganz, ganz wegweisende, wundervolle Tatsachen aufzeigt. Zum Beispiel, wer hindert dich denn an deinem spirituellen Erwachen? Wer hindert dich denn an deiner kompletten emotionalen Entfaltung? Wer hat bisher in deinem Leben entschieden und dich immer wieder in die Blockade geführt? Das sind Dinge, die aufgearbeitet werden müssen. Da wir aber, und das ist jetzt wunderschön, die Weisheit noch mit dabei liegen haben, neues und altes Wissen durchdringen mein Sein, kommst du heute auch einen wundervollen Impuls, bekommst du einen wundervollen Impuls, der dir aufzeigt, wie du jetzt in diese Herzheilung überhaupt kommen kannst. Die Herzheilung liegt nämlich nur präsent da, wenn du beginnst, altes Wissen und neues Wissen miteinander zu vereinen, um so
dein Weg einfach mal ein bisschen reflektierend. Selbstreflexion ist somit auch das Unwort des Tages, weil es halt immer auch ein bisschen schwer ist, aber es bringt dir die meisten Fortschritte. Finanziell wird dich heute eine positive Botschaft überraschen und das Allerschönste ist, heute werden wundervolle Gesundheitstipps gegeben im Außen. Aufpassen und zuhören. Ja, also vielleicht mal Videos, Artikel lesen oder. Das ist eine schöne Nachricht. Und es gibt eine richtig positive Nachricht vom Außen, die dich sehr erfreuen wird, die deine Emotionen auch sehr aufzeigen werden. In der Liebe ist heute Findungsphase und das bedeutet, du wirst erkennen, was und wen du wirklich liebst. Die Findungsphase zeigt dir nämlich die Ruhe auf und die Ruhe zeigt dir dann auch immer das auf, was du wirklich willst, vom tiefsten Herzen. Entscheide dich am besten für dich selbst. In diesem Sinne, einen schönen Tag euch.